Hallo Freunde, willkommen zurück zu Bad North, wo das Ende immer näher rückt. Wir haben alles in allem nur noch 5 Inseln vor uns. Wie viele Inseln wir insgesamt haben, das sage ich nicht. Ich bin zu faul durchzuzählen, ich bin ganz ehrlich. Mich wurmt es ein bisschen, dass wir diese eine Insel hier nicht geschafft haben, aber das war direkt am Anfang des Spiels. Wir hatten wirklich überhaupt keine Zeit, die Insel hier noch anzugehen. Die mussten wir leider liegen lassen. Das ist sehr bitter, weil ansonsten haben wir wirklich jede einzelne Insel mitgenommen. Jede. Coole Nummer auf jeden Fall. So, uns stehen jetzt schon wieder Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben noch ein paar Elite-Truppen. Also hauptsächlich sind es, glaube ich, 3 Nahkampftruppen und ein Schützentrupp. Und auch kein besonders großer Schützentrupp. Da würde ich sagen... Gut, hier sind zwar viele Riesen dabei, aber ganz ehrlich... Es wird schon. Wir nehmen uns direkt Sandai vor. Sandai wird von uns erfolgreich verteidigt werden. Ich gebe mein Bestes. Los geht's. Das werden wir doch wohl hinkriegen mit 3 knallharten Nahkampftrupps. Da müssten wir eigentlich richtig reinpfeffern können. Ich hab verkackt. Die sind so schlimm. Und komm direkt mit dem Haufen Riesen an. Oh ne. Habt ihr was Gutes dabei? Na, du könntest einen Bömbel werfen. Du kannst einen Bömbel reinwerfen im Volle des Volles. Stell dich mal dahin. Meine Schützen können ja schon mal ein bisschen vorbereiten. Hier vorne kommen noch mehr Schiffe eigentlich gerade. Nee, noch nicht. Fängt ruhig an. Warte mal, ich merke gerade. Hau da mal eine Bombe hin. Zonk. Sehr schön. Oh Mensch, die wollen es aber wissen hier. Zieh das mal rein. Da kommen ja direkt 80.000. Naja, eigentlich nur 4, aber von 5 Seiten. Naja, auch nur 2. Ich lebe gerne dramatisch. Lass mich in Ruhe. Warte, da gehst du hin. Sicher, sicher. Obwohl, wenn es später bitter wird, wäre es besser, ich habe die Fähigkeit von dir. Geh du mal. Du machst das. Hier wäre jetzt die Sprungattacke von der Klippe geil, ne? Aber die habe ich bei meinen Schwertkämpfern kaum gelevelt. Sollte ich vielleicht doch mal in Erwägung ziehen mit. Dass alle zumindest den Kernangriff drauf haben. Dagegen die Riesen musst du dich auch erstmal behaupten hier. So ein Mist. Ich glaube, das Ärgste haben wir hinter uns. Die meisten Riesen sind gefallen. So, du gehst direkt in eine Hütte. Es wird nötig. Du hast nicht mehr viel Lebensenergie. Oh oh. Unsere Schützen werden überrannt. Unsere Schützen werden angeschriftet. Ungesund. Ab ins Haus, ab ins Haus, ab ins Haus. Geh ins Haus. Da, wo Mutti wohnt, ist am schönsten. Nur kümmere ich her. Ich hab noch ein Bämbel. Oh, da oben kommen die ersten... Mit dem Bogen angedüst. Die hau ich aber gleich eins fix weg. Die kommen an einer ziemlich bekloppten Stelle, wenn ich das mal sagen darf. So. Kleines Momenteli. Und werf die Bombeli. So, beide nicht überlebt. Sehr schön. Du gehst ins Haus. Ich habe ja jetzt auch erstmal Verstärkung. Ihr Schützen geht nach oben. Ja, ihr müsstet auch vielleicht mal stürmen gehen. Das wäre eine Option, denke ich. Ihr stellt euch dahin. Von da rücken jetzt die Gegner gleich zahlreich an. Versuchen die Äxte nach oben zu werfen. Ist aber nicht so klug. Oh shit. Wo ist der Bombenfratz? Ich habe nach dem Bombenfratz gefragt. Der Bombenfratz ist gerade in der Höhle, ne? Hat er überhaupt noch eine Bombe? Ah, der hat auch gar keine Bombe mehr. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, wenn ich das mal sagen darf. Gut, dann geht der Schütze. Der Schütze geht mit hier hin. Wir müssen hier vorne ein bisschen Hilfsarbeit leisten. Die letzte Angriffswelle fährt ein, Gott sei Dank. Hoffentlich überleben meine Generäle das bis dahin.
Einer meiner Generäle hat schon nichts mehr, was er noch tun könnte. Der geht in sie heute. Hier geht mal ein bisschen stürmen. Oh, meine Leute kriegen hart auf die Delle. Ich verliere Generäle hier draußen. Weil das einfach zu viele sind. Das sind zu viele. Viel zu viele. 17 mindestens. Guck dir mal an, wie viele Riesen hier kommen. Guck dir das an, die nehme ich auseinander. Gegen so viele Riesen kann ich gar nicht bestehen. Du Scheiße. Oh, guckt euch das mal an, wie viele Riesen das sind. Sind das viele Riesen? Also hier gibt es, glaube ich, für diesen Level gibt es wirklich nur eine Option. Und die können wir jetzt noch nicht nehmen. Aber die Insel ist vorgemerkt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Was die mir angetan haben, war schlimm. Ich werde mich bitter rächen. Wir nehmen uns erstmal die Insel. Die sieht ein bisschen, die Stable Island, die sieht ein bisschen freundlicher aus. Hier komme ich bestimmt besser über die Runden. Und mit den Riesen, die werden dann noch sehen, was sie davon haben. Mich derart zu ärgern. Wir dichten hier erstmal die ganze Klärgrube ab. Damit wir unsere Ruhe haben. Natürlich geht ihr dahin, ihr Feiglinge. Ihr feigen Feiglinge. Okay, ihr geht da hoch. Die schaffen das hier auch. Geh du mal mit. Geh du mal mit. Ich krieg hier aber keinen mehr vernichtet. Das glaube ich nicht. Dann gehen wir doch lieber einen Schritt zurück und lass das die großen Jungs machen. Du wartest hier oben. Da fliegen die Äxte, du. Stopp, Kommando zurück. Ich brauche dich an der Küste. Und zwar hier. Da kommt sehr viel Ungetier. Jetzt müssen wir leider Gottes unsere Einheiten schon wieder aufteilen. Jetzt kommen hier von allen Seiten gerade welche, die ich nicht brauche. Aber das sind alles nur solche Kleinbestandsreste, verwertenden Resteverwerter. Die kannst du hier einfach mal konvertieren in Hackfleisch mit Soße. Oder oben wird es eher hässlich. Also das musst du schon mal zugeben. Da schicke ich die Schützen hoch. Ja, natürlich rennen meine Schützen quer durch die feindliche Infanterie. Das ist so unfassbar nötig, wie ich es noch nie empfunden habe. Wird schon. So, wir ziehen alle Truppen hier hoch, bitte. Und zwar ein bisschen Flottikowski. Du gehst in eine Hütte. Und zwar im Style vom flotten Otto. Damit du neue Leute kriegst. Guck mal, wie viele da schon wieder anrücken. Das ist so gemein. Jetzt sind wir die Position. Hier gibt es wieder Bombenarbeit zu erledigen. Die letzte Angriffswelle fährt ein. Du bist der Krieger. Du bist gar nicht der. Ach, du bist der. Das habe ich nicht gewusst. Oh, Fudiwu. Rauf zur Hütte. Die rennen hier einfach die Hütte hoch. Ich muss auch aufpassen. Ich brauche hier vorne noch ein paar Leutis. Also, ich hoffe, ich kriege das hin mit der Hütte. Ich möchte diese Hütte nicht unnötig aufgeben. Die letzte Angriffswelle brauchst du jetzt auch nicht mehr, ne? So, Angriff. Du gehst mal einen flotten Otto-Zurückzieher machen.
Ach, du hast eigentlich noch genug Truppen. Alles gut. Hat doch alles noch gepasst. Bitteschön. Na, wird es doch nochmal ein bisschen hakelig hier. Gegen Ende hin. Da gibt der Feind nochmal alles. Waren zwar nicht viele Gegner, aber haben einen trotzdem ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Die guten Jungens. So, damit haben wir auch diese Insel soweit fertig. Das ist doch schön. Jetzt habe ich allerdings nichts mehr, was ich gerne benutzen würde. Was ich gerne machen würde, wäre, dass jeder meiner Nahkampffritzen wenigstens einmal die Fähigkeitsstufe hat. So, beim Turland kann ich es jetzt nicht mehr lernen, aber die meisten haben jetzt nochmal richtig schön Zunder hinter der Buchs. Runde beenden. So. Pass auf, mit Sandai habe ich noch einen Huhn zu rupfen. Sandai ist doch nichts weiter als ein aufgeblähtes Windei. Hier gehe ich jetzt richtig in die Vollen hier. Drei Schützentrupps, was sagst du dazu? Lasst sie kommen, sage ich. Lasst sie kommen, sie werden bluten. Ich habe meine besten Schützen vereint. Mit euch ziehe ich jetzt die englische Taktik ab. Ja, schickt direkt eure Besten. Schickt sie. Schickt sie alle zu mir. Sie werden sterben. Ihr könnt mich nicht bezwingen. Ich habe viel zu viele Schützen für euch. Glaubt's mir. Boah, das sieht so wunderschön aus. So viele Schützen. So, die nächsten bitte. Müssen wir sie doch ein bisschen aufteilen gerade. Aber der Feind kommt ja auch ganz gut aufgeteilt. Da kannst du das schon mal machen. Diese ganzen Riesen, die haben mich überrannt, dass hier so viele Riesen kamen auf der Insel. Aber wenn du das weißt, kannst du deine Taktik entsprechend anpassen. Kannst ja vorher nicht ahnen, was da abgeht, nicht wahr? So, jetzt kommt's Knüppeldicke von da hinten. Das scheinen aber auch tatsächlich alles nur normale Nahkämpfer zu sein, ne? Ja, da ist nichts Besonderes jetzt dabei. Nichts, wovor ich Angst haben müsste quasi. Ich schick trotzdem mal zur absoluten Vorsicht dich hinterher, falls ich dich mal brauchen sollte. Aber im Großen und Ganzen, das wird doch. Okay, jetzt muss es Zarekowski gehen. Die Schützen müssen da hinten weg. Dafür gehst du schon mal. Dich bereit machen für den Sturmangriff auf die Schützen. Die Schützenriesen brauchst du nicht. Wird eine ganz unentspannte Nummer. Alles gut. So. Hast du irgendwas drauf? Nee, nicht wirklich. Du siehst einfach nur hübsch aus. So, vorwärts. Ingram, das Luder. Gefolgt von den Schützenquartett. Im Duo oder sowas in der Art. Schafft ihr das? Ich habe Angst, dass ihr das nicht schafft. Geht mal lieber auf Rückzug. Stopp, der Rückzug ist soeben gecancelt worden. Ah, Mist. Fangen sie wieder an, uns überrennen zu wollen. Guck dir das an. Da weißt du gar nicht, wo du jetzt zuerst anfangen sollst. Aber hier wäre es eigentlich ganz gut, so wen zu haben, wegen dem Hammer, ne? Und du bleibst beim Imkram. Okay, Imkram hat geregelt.
müssten uns eigentlich zurückziehen, ganz taktisch. Ganz taktisch, einfach weg. Und für den Rest seid ihr da. Oh, jetzt brauche ich den Ingram aber schnell wieder hier drüben. Weil wegen, das ist halt so. Wie wir es hier aufräumen. Gut, wie es halt geht. Aber diesmal packen wir es. Gegen so viele Schützen kommen die Riesen nicht an. So, wenn die unbedingt noch hier lang kommen wollen, kriegen sie nochmal richtig einen drüber. So. Oh. Meine Güte, wie viele Riesen waren das insgesamt? Wenn ich das mal fragen darf. 24 Riesen, die haben doch nicht mehr alle Glöckner in Notre Dame hängen oder was? Puh, weiter, dankeschön. So, was habe ich noch an Truppen? Also eigentlich habe ich jetzt nur noch ein Nahkampfspektakel, aber das ist eigentlich auch kein Thema. Jinsel sieht ja geil aus. Da weißt du gar nicht, wie du anfangen sollst. Am besten wartest du einfach, bis sie zu dir kommen. Na, die Häuser sind ja sowieso alle oben. Sollen die zu uns kommen? Wir warten uns hier oben schön in Lachs und jeder, der Ärger sucht, der kann hier mal gucken kommen, dass er von uns eine drüber kriegt, ne? Warte, die können auch da gar nicht lang. Die müssen zwingend hier oben ankommen, oder? Übersehe ich was. Also ich denke, die müssen zwingend hier oben ran. Ich glaube nicht, dass die irgendeine andere Möglichkeit haben. Doch, die haben eine Möglichkeit, da oben lang zu gehen. Aber auch da kommen sie in meine Gegend. Milord, wir haben Verluste. Aber es geht. Ja! Ich wollte auch mal ein bisschen Spaß haben gehen. So, zurück auf Position bitte. Wir haben unseren ersten Anwärter für, ich mach mal eine ruhige Kugel. Der nämlich ganz schön einen Range kriegt. Aber das sind die zwei Hauptangriffsziele hier, die beiden Häuser. Sollen sie versuchen, hier ranzukommen? Das schaffen die nicht. Das schaffen die schlichtweg nicht. Nicht solange ich von allen Seiten verteidige wie so ein richtig harter Brocken. Oh, shit. Apropos harter Brocken. Aber auch kein Thema, kriege ich hin. Will jemand guten Tag sagen da unten? Ganz artig guten Tag sagen wir. Oh, oh, oh. Haben wir noch einen mit Sprungattack? Haben wir. Brauch dich ganz schnell da drüben. Drei, zwei, eins. Feuer frei. Na komm, du musst es auch zu Ende bringen. Du musst es wollen, du musst es wollen. So, du holst dir Verstärkung und ziehst dich dann zurück auf diese Position. Du hast keinen Sprungattack, ne? Der Ingram ist der Erste, der wieder Sprungattack kriegt. Dann gehst du auf die Ecke. Wir brauchen deinen Sprungattack nämlich gleich hier unten. Um genau zu sein, jetzt. Damit rechnen die nicht, dass wir plötzlich am Strand stehen. Hier haben wir noch einen mit Sprungattack. Und das war's.
phänomenal. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass schon die letzte Welle hier schon wieder angefahren ist. Also, Freunde, ich würde sagen, es läuft alles optimal und wunderbar. Wir können für heute aufhören. Und leider wird dieses Projekt keine runde Anzahl werden, denn ich glaube, wir befinden uns gerade in der 18. Folge und wir haben ja jetzt eigentlich nur noch zwei Inseln. Das bedeutet, Freunde, beim nächsten Mal gibt es ein Finale. Ich freue mich darauf, ich hoffe ihr auch. Es war auf jeden Fall ein hammergeiles Projekt. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Spiel wieder zu spielen. Aber jetzt ist Schluss mal hier mit dieser Abschiedsstimmung, weißt du. Wir machen doch nochmal eine Folge. Also beim nächsten Mal zieht eure besten Klamotten an, das Finale-Kit. Bis dahin, haut rein.